Heute wird es wieder spannend, denn heute geht es um meine Neuzugänge für den Monat September. Und wenn euch interessiert, was so diesen Monat alles eingezogen ist, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es richtig spannend. Ich bin heute auch sehr früh dran, aber ich gehe davon aus, dass jetzt diesen Monat wirklich keine neuen Bücher mehr hier einziehen werden. Und ja, es geht um die Neuzugänge für den Monat September. Es sind insgesamt 19 Bücher und ich habe mir gar nicht so viel gekauft. Allerdings habe ich an einigen Aktionen teilgenommen und deswegen ja, ist so das ein oder andere Buch hier eingezogen. Genau, es kann sein, dass ich im Laufe des Videos immer mal ganz kryptisch spreche, weil ich auf die Aktionen noch nicht so ganz eingehen kann und möchte. Und ja, wie immer gilt, ich schreibe euch alle Videos, alle Bücher in die Videobeschreibung. Und da könnt ihr mal reinklicken oder euch die Bücher auch kaufen, je nachdem. Und wenn ihr schon irgendwas davon gelesen habt, dann schreibt mir gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Das finde ich nämlich immer super interessant. So, ich fange ganz wild durcheinander an. Und zwar erstmal hier mit diesem Stapel. Jetzt ist gestern erst hier eingezogen der neue John Mars. Den habe ich bekommen von der lieben Steffi von Lady of the Books. Die hat den schon gelesen und ich glaube, sie war nur so semi-begeistert. Also sie sagt auch, das ist der schwächste von seinen ganzen, von den ganzen Maßes. ja, mir fehlt so ein bisschen der bunte Buchschnitt, aber das haben ja schon viele bemängelt. Es lag wohl am Zeitfaktor ja, des Verlags. Und ich freue mich trotzdem richtig drauf, weil Maß muss halt einfach bei mir einziehen. Es wohnen alle hier und ich habe bis jetzt auch alle gefeiert und werde mir einfach mein eigenes Bild mal von dem Buch machen. Es geht hier wohl darum, dass es bestimmte Menschen gibt, denen brisante Informationen per Chip eingepflanzt worden sind oder im Gehirn irgendwie eingepflanzt worden sind. Und das sind halt wirklich so brisante Daten, die die Regierung betreffen. Und sie wissen voneinander nichts und ja, irgendwie eskaliert es natürlich. Ich meine, es laufen Menschen rum, die eben diese brisanten Informationen haben. Kann ja dann meistens nicht gut ausgehen. Ich finde, das ist ein richtiger Klopper, macht aber Papier und Schrift, weil unterm Strich sind es dann trotzdem nur 500 Seiten. Was ist denn da hinten? Die Zukunft.de. Ach, da ist Werbung für ein Magazin. Okay. Ja, im Endeffekt sind es nur 540 Seiten, große Schrift, relativ kurze Kapitel. Von daher liest sich der mit Sicherheit dann trotzdem ziemlich schnell. Dann hatte ich ja ein Tauschpaket mit der lieben Annika. Ich kann euch irgendwo auf dem i, wenn ich dran denke, das Unpacking mal verlinken. Das war großartig. Sie hat nämlich eine Ermittlung eingeleitet mit ihrem Tauschpaket und das war einfach super. Und im Rahmen dessen ist unter Anklage hier eingezogen. Und hier geht es eben um einen Fall, bei dem Amanda Pierce, die verliert ihre Tochter. Genau, bei einem Mord. Also ihre Tochter wird ermordet. Und sie verliert irgendwie den Fall und sie begeht dann selbst Justiz und bringt den Mörder um. Und ich glaube, sie muss sich dem auch verantworten. Und dann geht es eben um Brian Theodore und der hat gerade das juristische Seminar erfolgreich beendet und bekommt eben den Fall, bei dem er eben den Mord an einen Mörder, Amanda Pierce, eben vertreten muss. Und ja, genau. Und der Staat Utah bietet ihm an, Amanda Pierce am Leben zu lassen, wenn sie sich des Mordes schuldig bekennt. Das ist ja eh immer so in Amerika, so mit diesen Deals bei Verbrechen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das werden kann. Es ist kleine Schrift, hat aber trotzdem nur 180 Seiten. Ob da der Justiz-Thriller da irgendwas kann, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und mich interessiert sowas ja sehr, weil ich mich ja auch sehr mit True Crime beschäftige und bin gespannt, was das Buch kann.
Dann ist hier eingezogen, das war Zufall. Und zwar habe ich ja dieses Tauschpaket mit Annika veranstaltet. Und sie hat mir ja eine Wunschliste geschickt. Und die Wunschliste war ja sowieso schon mal so toll, dass die Hälfte der Wunschliste, die ist jetzt auch meine Wunschliste. Prima, danke Annika, danke für nichts. Nein, Quatsch. Und ich habe dann bei verschiedenen Quellen eben gebrauchte Bücher geordert. Und jetzt ist verspätet eingetrudelt von Sabine Kleve, Der Nachtjäger. Und das ist ein Ermittler-Thriller. Das ist der erste Fall für Linus Roth. Und Annika hat schon gemeint, die ist dann trotzdem ganz froh, dass sie jetzt das Paket, das Buch dann jetzt trotzdem dann nicht bekommen hat, weil das wird bei diesem einen Fall bleiben. Sie dachte, das ist ein Standalone. Also es wird nicht, das Buch ist schon relativ alt und die Reihe ist nie fortgesetzt worden. Und er ist Ex-Bulle, jetzt Privatermittler, das haben wir ja auch schon öfter. Und seine ehemaligen Kollegen tauchen auf, wollen ihn verhaften, denn er wird des Mordes an einem Jungen verdächtigt, der vor 20 Jahren verschwand. Und sein DNA-Material wurde da wohl irgendwie gefunden. Und ja, deswegen, es wird nach dem toten Jungen vor 20 Jahren ermittelt. Und ja, Linus ist eben dran und ich bin mal gespannt, ne? Ich finde, es hört sich nicht schlecht an. Es ist kein dickes Buch. Ich denke, es war zwar nicht auf meiner Wunschliste, aber ich denke, ich werde mich da recht freuen. Ebenfalls im Tauschpaket war Das Gewicht von Seifenblasen von Jessica Winter. Und ich muss erst sagen, ich vergöttere Jessica Winters Geschichten sehr, weil sie schreibt mit viel Herz und viel Gefühl und ihre Geschichten, die haben mich bis jetzt immer berührt und sie geht mir sehr, sehr unter die Haut. Es ist eine ganz interessante Konstellation, weil hier geht es wohl um Liza und die ist umgezogen. Und ihr neuer Nachbar, der trägt sie wohl gleich auf Händen und ist ganz großartig zu ihr. Sie möchte aber so ein bisschen Abstand von ihm halten, weil er ist Assistenzarzt. Und zwar in dem Krankenhaus, weil erstens hat sie keinen Bock natürlich auf eine Beziehung. Und er ist Assistenzarzt und zwar in dem Krankenhaus, in dem ihre Schwester gerade auf eine Lungentransplantation wartet. So, das ist mal die eine Story. Und er heißt River und er ist nicht nur von Lizas Charme und Witz beeindruckt, sondern von all dem, was dahinter steckt. Er ist fest entschlossen, um ihr Herz zu kämpfen, weil er seine schon an sie verloren hat. Und als sich Beckers Zustand verschlechtert, also die Schwester, ist River der Einzige, der Lizas Abwärtsspirale stoppen kann. Schauen wir mal, wie das wird. Ist im Tinten- und Federverlag erschienen, sehr, sehr kleine Schrift. Und ja, ich freue mich aber sehr drauf. Natürlich freue ich mich eher auf jedes Buch, das hier eingezogen ist, sonst wären sie ja nicht eingezogen. Dann ist in einer Aktion, über die ich noch nicht spreche, ein toller Thriller eingezogen und jetzt bin ich gespannt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein True Crime Thriller ist oder ob die Geschichte nur über einen True Crime Fall erzählt, aber fiktiv ist. Jetzt spreche ich wirr. Also, ja, hier geht es nämlich, das ist der Nothing Man von Catherine Ryan Howard. Und hier geht es um eine Frau, die vor 20 Jahren, nahezu 20 Jahren hat sie den Nothing Man überlebt und der hat aber ihre ganze Familie getötet. Jetzt schreibt sie ein Buch darüber und der Supermarktwachmann Jim Doyle liest dieses Buch und ist stinkewütend, denn er ist nämlich der Nothing Man. Und er möchte das, was er damals begonnen hat, zu Ende bringen. Was mich jetzt irritiert ist, ich habe jetzt gedacht, das ist fiktiv. Dann habe ich wieder gedacht, True Crime. Und das, was mich irritiert ist, wir lesen hier oben immer, um wen es gerade in dem Kapitel geht. Und da haben wir immer im Wechsel Eve Black, also das ist die Protagonistin, und Catherine Ryan Howard, das ist ja hier die Autorin. Und dann frage ich mich, was stimmt dran? Ihr werdet es in irgendeinem Lesemonat auf jeden Fall erfahren. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Eine geschickte Mischung aus Serienkiller, Spannung, psychologischem Thriller und True Crime. Also ich habe keine Ahnung. Zwei Geschichten, ein Mörder, keine Gnade. Habe jetzt natürlich keine Ahnung, ist das jetzt True Crime oder ist es ein Thriller?
Keiner. Wir werden es erfahren. So, dann ist hier auch noch eingezogen, auch von der lieben Steffi. Das war ganz witzig, weil ich habe nach dem Buch gesucht. Oh, das ist total schwer. Ich habe nach dem Buch gesucht, weil das einige Male auf BookTube empfohlen wurde und eben auch von der lieben Annika, über die ich immer wieder spreche. Und die ja übrigens einen großartigen Thriller-Geschmack hat. Schaut da gerne mal bei Facebook vorbei unter Thrill Junkies. Ich habe auch ihren Link in der Videobeschreibung drin. Genau, und dann habe ich bei Tauschticket gesucht und habe das Buch auch gefunden und sehe dann, Moment mal, der User heißt Lady of the Books. Das kann doch nur eine Lady of the Books geben. Und das war natürlich die Steffi. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie lieber die Tickets dafür möchte oder ob wir so uns irgendwie einig werden könnten. Und sie hat mir das Buch dann überlassen und das fand ich super lieb. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und zwar genau, After the Fire von Will Hill. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Denn der Klappentext ist sehr, sehr, sehr kryptisch. Also man hat hier nur so ein Quote, irgendein Zitat irgendwo hinten, das irgendwo aus dem Buch stammt. Und auch wenn man hier reinschaut, es ist aber auch ein Leseexemplar, auch wenn man hier reinschaut, es stehen nur so ein paar Dialoge. Es steht so ein Dialog. Und ich vermute, dass es irgendwie um eine Art Krieg geht oder um eine Art Anschlag oder sowas. Und dabei war ein Mädchen gefangen und jetzt ist sie nicht mehr gefangen und kommt jetzt damit irgendwie zurecht, habe ich so das Gefühl. Aber ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Ich muss das erstmal lesen. Es ist auf jeden Fall immer in davor und danach geschrieben. Die Kapitel sind relativ kurz. Es ist auch ein richtig schweres Papier, finde ich. Man hat das Gefühl, man hat so ein 800-Seiten-Wälzer in der Hand vom Gewicht her. Und ja, also ich habe darüber sehr viel Gutes gehört und freue mich da tatsächlich sehr aufs Lesen. Und es ist halt interessant, weil man nicht so richtig weiß. Und es ist halt deswegen einfach interessant, weil man nicht so richtig weiß, worum es denn eigentlich geht. So, dann ist hier ein Buch eingezogen. Das fand ich super witzig. Wäre hier niemals eingezogen, weil das nicht so ganz mein Beuteschema ist. Aber mein Liebster, der ist ab und zu mal, ich schaue gerade mal nicht, dass ich irgendeinen Quatsch erzähle. Nee, es steht hier nicht drauf. Also gebe ich einfach nur mal wieder, was ich erfahren habe. Und zwar, das ist ganz witzig. Mein Liebster ist öfters mal, ab und zu mal beruflich unterwegs zu irgendwelchen Meetings, was man halt so beruflich macht. So, und eines Tages war er mal wieder unterwegs und dann habe ich per WhatsApp eine Nachricht bekommen, ob ich dieses Buch kenne. Und dann hat er mir dieses Cover hier fotografiert oder beziehungsweise einen Screenshot geschickt. Und zwar die Rebellinnen von Oxford von Evie Dunmore. So, und dann habe ich gemeint und ich habe mich gewundert, man muss dazu sagen, meine Bücher interessieren ihn nicht. Wir lesen unterschiedliche Dinge. Er liest fast ausschließlich, um sich weiterzubilden beruflich. Und ich lese, um mich zu amüsieren. Genau, und deswegen habe ich gemeint, nee, ich kenne zwar den Lux Verlag, aber dieses Buch, da sagt mir nur das Cover was. Das Buch habe ich noch nicht und kenne ich auch noch nicht. Wie gesagt, nur das Cover. Und der, bei dem er da war, der ist liiert mit der Autorin. Und das fand ich total witzig. Und dann habe ich gemeint, ja, was, echt cool. Und habe ihm mal so ein Foto von meinem Lux-Regal geschickt und so. Und dann hat er mir das mitgebracht. Was ich halt großartig finde, ist, weil ich kenne denjenigen eben auch persönlich und ist ein ganz großartiger, netter Mensch. Also lieber Matthias, wenn du das Video siehst, ganz liebe Grüße an dich und deine Freundin. Vielen lieben Dank für das Buch. Und ja, dann muss man natürlich das auch lesen und drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine Rezi bei Instagram. Und genau, also worum es jetzt genau geht, kann ich euch nicht genau sagen. Es ist ein historischer Liebesroman, nehme ich mal an. Annabel Archer ist überglücklich, dass sie als eine der ersten Frauen überhaupt in Oxford studieren darf. Als Gegenleistung für ihr Stipendium soll sie die Frauenbewegung unterstützen. Es gelingt ihr durch ein geschicktes Manöver auf das Landgut des einflussreichen Sebastian Devereux eingeladen zu werden. Diesen für ihre Sache zu gewinnen wäre unbezahlbar und von Anfang an fliegen die Funken zwischen ihr und dem kühlen Herzog, der fasziniert ist von ihrer Intelligenz und Willenskraft. Aber für Annabel wird die Anziehung zu Sebastian
zur, vielleicht auch Sebastian oder Sebastian, zur Zerreißprobe, denn er steht für alles, wogegen sie kämpft. Es klingt so auch so ein bisschen nach, es steht jetzt keine Jahreszahl dran, aber es klingt auch so ein bisschen nach Bridgerton. So, ne? Und man muss sagen, das ist, glaube ich, in 16 Sprachen übersetzt worden und war auch auf der New York Times Bestsellerliste ziemlich weit oben. Und da muss ich auf jeden Fall reinlesen. Und wenn mir das gefällt, freue ich mich richtig, denn jetzt im September erscheint eben auch der zweite Band. Und es wird auch im Januar dann den dritten und abschließenden Band dieser Trilogie geben. Also wie gesagt, ich freue mich mega und ich finde, manchmal ist die Welt echt ein Dorf. So, dann musste hier unbedingt einziehen. Da habe ich mich influenzen lassen bei Instagram. Das habe ich bei irgendeiner Bookstagrammerin gesehen. Und zwar fand ich, ich fand das total ansprechend direkt. Und zwar It's Okay Not to Be Okay von Carlsen. Also vom Carlsen Verlag. Und darin geht es um bekannte Persönlichkeiten, die irgendeine Art psychische Probleme haben oder psychische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Depression oder sowas. Und darüber und dann eben ihre Erfahrungen in einer kurzen Geschichte praktisch niederschreiben, herausgebracht haben. Und das finde ich toll, denn ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Leistungsdruck auch sehr hoch ist und wo man vielleicht auch sehr, sehr viel von sich selber erwartet und sich selber auch unter Druck setzt. Da nehme ich mich auch nicht raus. Und ich denke, das kann nur inspirierend sein, auch mal so ein Buch zu lesen. Und das hat auch sehr, sehr gute Bewertungen überall bekommen. Hier steht auch, es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay zu weinen, wütend zu sein, um Hilfe zu bitten, im Bett zu bleiben, das komisch zu finden, Angst zu haben. Wenn du nicht darüber reden willst, eine Therapie zu machen, Medikamente zu nehmen oder menschlich zu sein. Das hier ist kein Lehrbuch, es ist persönlich, aber in Teilen von persönlichen Geschichten liegt eine gewaltige Kraft. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich da unfassbar arg drauf, einfach mal die Erfahrungen von Persönlichkeiten zu lesen, die wir kennen, weil das das Ganze auch nahbarer macht und greifbarer macht. Weil oftmals macht man eben die sozialen Medien auf und sieht eben nur die tollen Dinge und das kann einem vielleicht auch mal ganz gut helfen und so ein bisschen zu motivieren. Hier ist zum Beispiel auch drin, Menschen, die ich jetzt so auf Anhieb kenne, ist zum Beispiel Matt Haig, dann, was haben wir hier? Ich habe jetzt direkt schon mal so in das Vorwort so ein bisschen reingeblättert und habe jetzt eigentlich direkt Bock, das Buch nach dem Video zu beginnen. Und ich denke, das werde ich auch. Ich glaube auch, dass es kein Buch ist, das man in einem Rutsch lesen kann. Aber ich denke, es ist ein sehr inspirierendes Buch. Dann in besagtem Tauschpaket war dann auch noch drin 760 Minuten Angst von Michael Schmidt. Ja, das ist auch so ein Self-Publisher, der auf Malta, glaube ich, lebt. Und mit dem habe ich auch schon mal Kontakt gehabt vor Jahren. Und es war ganz interessant, den quasi im Bücherregal von Annika wiederzufinden. Und deswegen ist er mal auf die Wunschliste gewandert, weil sie das Buch ganz gut fand. Und hier geht es um fünf junge Menschen, die zu einer Schnitzeljagd eingeladen sind. Und es ist nicht ein Kinderspiel, sondern eine Jagd auf Leben und Tod. Und ihnen bleibt keine andere Wahl, als an diesem Albtraum teilzunehmen. Ihr eigenes Leben und das ihrer Liebsten steht auf dem Spiel. 760 Minuten Angst. Ja, das kann gut werden. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Es klingt so ein bisschen nach, ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Ja, dann hat die liebe Paddy mich und wahrscheinlich auch viele andere Booktuber, YouTuber, Leseverrückte angefixt mit dem Kein und Aber Verlag. Und ich muss sagen, an mir ist dieser Verlag komplett vorbeigegangen. Und ja, deswegen ist jetzt hier mal eingezogen von Viktor Jestin Hitze. Das stand auch auf der Tauschpaket-Wunschliste. Und ja. Hier geht es wohl um einen Jungen, der mit der Hitze überhaupt nicht zurechtkommt und ist schon so richtig im Delirium. Und dann findet er wohl einen toten Jungen und weiß nicht so recht, wie er das einzuordnen hat, was mit ihm geschehen ist und warum alle anderen Jugendlichen, denen geht es irgendwie gut und er hat hier so einen halben Hitzschlag. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns hier erwartet.
Aber ich habe so das Gefühl, dass es mal eine andere Geschichte ist. Deswegen schauen wir mal. Dann war noch in dem Tauschpaket drin von Carleen Thompson, Sieh mich nicht an. Das ist Roman, steht drauf. Ich gehe mal davon aus, dass es so eine Art Spannungsroman ist. Deborah, Steve und die fünfjährigen Zwillinge sind eine richtige Bilderbuchfamilie. Bis zu dem Tag nach der traditionellen Vorweihnachtsfeier in ihrem Hause, als Steve spurlos verschwindet. Das ist der Klappentext. Und die Geschichte zu dem Buch ist, ich glaube, dass Annika zufällig an dieses Buch gekommen ist. Ja, keine Ahnung. Und dann hat sie da mal reingelesen und fand es richtig gut. Das Buch ist nämlich auch schon ziemlich alt. Und ja, wir werden es erfahren, wie es mir gefällt. So einige Bücher habe ich hier noch. Dann ist mir von der lieben Jennifer Hauf das Buch Instabil zwischen Angst und Wahn zugeschickt worden. Ich habe ja vor circa einem Jahr schon mal von ihr Verschnitt gelesen. Das war im Rahmen einer Mein Wunder-Aktion und das hat mir richtig gut gefallen. Und sie hat gefragt, ob ich das Buch eben auch wieder lesen möchte. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, liebe Jennifer, ja, für das Buch. Und hier geht es um Pfleger Philipp und er glaubt nicht, dass die neue Patientin eine Straftäterin ist. Aber ihre Akten, die sind unvollständig. Womöglich sitzt sie zu Unrecht in der forensischen Psychiatrie und bevor sie verurteilt und jahrelang eingesperrt werden kann, versucht Philipp hinter den Grund für Sophias Einlieferung zu kommen. Doch mit seiner Recherche bringt er nicht nur sich selbst in Lebensgefahr. Genau, nach und nach geraten alle Menschen, die ihm wichtig sind, ins Visier einer skrupellosen Unternehmung, die mit Menschenleben und dem medizinischen Fortschritt spielt. Und ich bin sehr gespannt, das ist ja immer so auch mein Albtraum, so, keine Ahnung, dass irgendjemand beschließt, ich bin psychisch labil und muss dann in eine Psychiatrie, obwohl ich eigentlich geistig total fit bin. Also, ne, das ist so meine unfassbar schlimmste Angst, glaube ich. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was Jennifer Hauf aus diesem Thriller gemacht hat. Und ja, wie gesagt, Verschnitt hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Da ging es eben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Thema auch sehr wichtig wird und dass sie das eben behandelt. So. Dann ist im Rahmen einer anderen Aktion, habe ich mir etwas gekauft. Und zwar habe ich mir gekauft von hier bis jetzt, nee, von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Hier vorne steht drauf, wird das Buch irgendwie mit Der Gesang der Flusskrebse verglichen. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal sagen lassen, dass man das ignorieren soll. Ich finde das übrigens doof, dass es nicht aufgeklebt ist. Jetzt kann ich das nicht abpuppeln. Naja. Aber es ist hier wohl auch ja, ein Roman, der um wo eben Menschen, bei dem eben Menschen sehr vorurteilsbehaftet sind, glaube ich. Und zwar geht es hier um Cape Heaven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor dem Panorama atemberaubender Küstenfelsen. Da haben wir halt wieder dieses schöne Setting, Landschaftsbeschreibungen. Und die 13-jährige Duchesse muss nicht nur ihren kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern sich auch um die depressive Mutter Star kümmern, die Ermordung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden konnte. Und als deren angeblicher Mörder aus der Haft entlassen wird, droht das fragile Familiengefüge, das Duchesse mühsam zusammenhält, auseinanderzubrechen. Denn der Atem der Vergangenheit reicht bis ins Heute und wird das starke Mädchen nicht mehr loslassen. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, wirklich. Hab da auch viel Positives gehört und hatte mir das schon in der Vorschau so ein bisschen auf die Wunschliste gesetzt und bin da so ein bisschen drumherum geschlichen. Und jetzt wohnt das Buch eben hier. Dann ist hier noch ein True Crime Buch eingezogen, auch im Rahmen einer Aktion. Und zwar True Crime in Franken. Ich komme ja, ich lebe ja in Bayern, im Oberfranken. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Das sind wahre Kriminalfälle von 1908 bis 1972. Und das sind sogar echt einige Fälle. Also das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind 12 Fälle, die wohl ziemlich bekannt sind. Hier hinten dann auch nochmal so mit so einer Karte von Franken.
und oder was eben alles zu Franken zählt. Und ja, also Nürnberg ist dabei. Nürnberg ist mehrere Male sogar dabei. Dann ist dabei Kulmbach, Bamberg ist zweimal dabei, Schweinfurt. Das sind eben so alle Orte, alles Orte, die mir natürlich etwas sagen. Und ja, ich als alte True Crime Begeisterte freue mich darüber. Dann ist eingezogen im Rahmen einer Aktion von Petra Hülsmann. Wenn es einfach wäre, wird es jeder machen. Von ihr habe ich bis jetzt auch nur Positives gehört. Und ich glaube, dass sie eine Autorin ist, die sehr viel gute Laune verbreitet. Und ich verbinde mit Petra Hülsmann vor allem Anka von Ankas Geblubber sehr, weil die schwärmt immer so über diese Bücher. Und ich habe von Petra Hülsmann noch nichts gelesen. Habe aber jetzt bei BookBeat gesehen, dass man die in einer Reihenfolge lesen könnte, sollte, dass die alle zu einer Reihe gehören. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier geht es um die beliebte Musiklehrerin Annika, die aus heiterem Himmel von ihrer Traumschule in Hamburg in eine Albtraumschule im absoluten Problembezirk versetzt wird. Nicht nur, dass die Schüler dort mehr an YouTube als an Hausaufgaben interessiert sind, die Musical AG, die Annika gründet, stellt sich auch noch als völlig talentfrei heraus. Aber wenn es einfach wäre, wird es schließlich jeder machen. Und Annika gibt nicht auf, wendet sich hilfesuchend an Tristan, ihre erste große Liebe, inzwischen Regisseur. Und von nun an spielt sich das Theater jedoch mehr vor als auf der Bühne ab und das Chaos geht erst richtig los. Ja, klingt doch ganz interessant. Hat auch recht viele Seiten. Das hat fast 600 Seiten. Ich bin mal gespannt. Ich nehme aber an, dass ich die Bücher von ihr wahrscheinlich eher höre über BookBeat und wenn mir die gefallen, dann dürfen sie eben im Buchregal hier wohnen bleiben. Da freue ich mich auch drauf. Nimm die Kamera noch auf. Ja, aber nicht mehr lang. Dann ist hier noch eingezogen von Christine Henner, Wenn Engel schweigen. Und ja, hier geht es wohl um einen Koma-Unfall, also um einen Unfall. Und nach einem Reitunfall liegt Michaela, die Mutter zweier Kinder, eben im Koma. Und man versucht natürlich irgendwie, sie wieder aus dem Koma zu erwecken. Und Michael greift, glaube ich, völlig verzweifelt zu einem letzten Mittel, zu Michaelas großer Liebe. Liam fühlt nämlich, dass der weltberühmte Filmstar Julian Chu der einzige ist, der seine Frau ins Leben zurückholen kann. Aber zu welchem Preis? Wir werden es erfahren. Dann freue ich mich noch auf ein Weihnachtsbuch. Und zwar ist hier nämlich auch noch eingezogen von Simon Beckert als Herausgeber Tödliche Gaben. Und das sind einfach nur spannende Weihnachtskurzkrimis von verschiedenen Autoren, die man eben so kennt. Und ja, ich denke, dass ich das mir auch zur Weihnachtszeit im Dezember dann auch durchlesen werde. Ja, ist auch immer so schön, weil zu Weihnachten habe ich immer nicht so viel Zeit, die Bücher am Stück wegzulesen. Wobei, es kommt immer drauf an. Aber man hat ja auch viel mit Vorbereitung zu tun und ja. Ja, dann ist hier noch im Rahmen einer Aktion eingezogen Changer von T. Cooper und Alison Glock. Ist der erste Band einer vierteiligen Reihe. Und in dieser Reihe geht es wohl um Menschen, die Changers sind. Die gibt es wohl nicht so häufig, aber sie kommen eben vor. Und der 14-jährige Ethan wacht eines Morgens als Mädchen auf und plötzlich ist alles anders. Denn Ethan ist jetzt Drew und sie erfährt, dass sie ein Changer ist. Einer von wenigen Menschen, die viermal ihre Identität wechseln können. Also kann man sich vorstellen, dass eben, ja, die Changers, also dass wir eben in diesen vier Bänden eben die vier Identitäten dann eben herausfinden. Und am Ende müssen sie sich wohl für eine der vier Identitäten entscheiden. Hier steht auch noch drauf, dass die Gebote der Changer sehr streng sind. Vertraue dich niemanden an, missbrauche nie die Macht, die dir gegeben wurde, doch vor allem verliebe dich nie, aber auch wirklich nie in einen anderen Changer. Also ich bin mal gespannt, weil wenn die Changer, wenn es die nicht so häufig gibt, dann ja, keine Ahnung. Ist ja auch sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass ein Changer auf den anderen Changer trifft. Allerdings, ja, in den Büchern passiert ja natürlich immer so ein bisschen das Unmöglichste. Und jetzt kommen wir noch zum 19. und letzten Buch für dieses Video. Und zwar musste hier auch noch einziehen, ja, das schönste Buch. Und zwar die verborgenen Stimmen der Bücher.
Und oh, seht's euch an. Ich bin im Rahmen der Spendengala auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil ich glaube, die liebe Sarah Sophie hat das Buch versteigert. Und ich wollte das unbedingt haben. Ich wollte das wirklich haben. Und es hat auch nur gute Bewertungen, habe ich gesehen. Und hier geht es um den jungen Emmett. Und in seiner Welt sind Bücher geächtet. Und trotzdem geht er bei einer Buchbinderin in die Lehre. Und hier lernt er die Macht von Geschichten kennen und begreift, dass er eine besondere Gabe besitzt. Er kann wie seine Lehrmeisterin Menschen ihre dunklen Erinnerungen nehmen. Doch was ist mit seinen eigenen Erinnerungen? Ja, und das finde ich, ist eine ganz großartige Gabe. Das ist super interessant, finde ich. Und ja, das Buch ist auch natürlich eine Augenweide. Ich freue mich da sehr drauf. Und ja, ich bin mal gespannt. Weil normalerweise wäre ich tatsächlich an diesem Buch vorbeigegangen, weil das so bei der Belletristik stand, in so einer Ecke, wo ich normalerweise nicht nachschaue. Aber so, was ich so über dieses Buch gehört habe, wie gesagt, höre ich nur Positives. So. 19 Bücher sind es gewesen. 19 Bücher. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich es schaffe, die alle wegzulesen. Der Sub lässt grüßen, die Rache des Subs lässt grüßen. Ich freue mich aber wirklich auf jedes einzelne Buch. Das ist kein Buch dabei, wo ich sage, ob mir das gefallen wird, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich freue mich wirklich auf jedes einzelne und habe auch tatsächlich auf jedes richtig Lust, das zu lesen. Und ja, genau, schreibt mir auch gerne wieder in den Kommentaren, was bei euch so eingezogen ist, auf welche Bücher ihr euch jetzt freut, die zu lesen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!